We are the droids you're looking for. Ami hier von Android Next und ja, ich muss euch was zeigen, was gerade auf dem Android OS gelandet ist, auf dem iOS, also mit den iPhone-Nutzern da und so, schon der, wie man neudeutsch so schön sagt, heiße Shit seit längerem ist und jetzt eben auch uns Android-Usern zur Verfügung steht. Draw Something nennt sich das Ganze und das ist so ein Malspiel in bester Montagsmalermanie. Das kennen einige von euch vielleicht noch damals mit der unvergessenen Sigi Harreis, die Frau mit der großen Brille und dem Drei-Wetter-Taft-Abo. Hier geht es also darum, dass man mit seinen Facebook-Buddies oder auch mit fremden Leuten, die man irgendwie einlädt, ja, sich gegenseitig Bildchen malt und die anderen müssen das dann erraten. Läuft auf dem Smartphone, ihr seht jetzt hier auf meinem i9000, ich zeige euch das aber der Einfachheit halber, weil man einfach mehr sieht. Auf einem schönen großen Tablet nehmen wir das Asus Transformer Prime. Geht leider nur im Portrait-Modus, das heißt, ich muss es so halten. Ich habe vorhin mal probiert, wenn die Tastatur dran ist, dann stürzt es ab, weil dann will es wieder in den Landscape schalten, dann geht das nicht. Ganz kurz, wie ist das Spiel aufgebaut? Also ich muss mich da mit meinem Facebook-Account einloggen. Und dann werden mir hier, nee, die werden mir noch nicht, das sind jetzt offene Spiele. Ich kann dann quasi hier Freunde finden über Facebook. Die können schon im Spiel angemeldet sein oder ich schicke ihnen halt per Facebook eine Message, so von wegen kommt, spielt Draw Something mit mir. Und wenn ich auf Create Game zum Beispiel gehe, könnte ich hier auf Facebook gehen und dann würde ich alle meine Facebook-Friends angezeigt bekommen und kann die dann einzeln auffordern. Ich habe hier die lieben Kollegen schon teilweise drin. Und um euch zu zeigen, wie das Ganze jetzt konzeptionell funktioniert, fange ich mal mit dem lieben Kollegen Frank an. Der hatte mir jetzt zuletzt ein Bild geschickt, das heißt, ich bin jetzt dran und ich kriege dann hier drei Vorschläge. Das ist ein einfacher, ein mittelschwerer und ein sehr schwerer. Spiel, seht ihr übrigens, gibt es aktuell leider nur auf Englisch. Also das heißt, gewisse Englischkenntnisse sind für beide Parteien Voraussetzung, weil man ja zum einen wissen muss, was jetzt gemeint ist und das malen kann und zum anderen der Ratende das Ganze auf Englisch auch wieder raten muss. Wir nehmen jetzt hier mal die Medium-Geschichte. Das ist quasi Forklift, also Gabelstapler für die, die es nicht weiß. Ich versuche mich jetzt mal. Ich kann hier verschiedene Farben wählen. Mehr kann ich mir kaufen mit dieser virtuellen Währung, die ich für Erratene und Bilder, die erraten wurden, verdiene. Im Spiel ist natürlich auch ein In-App-Purchase-Modell drin. Das heißt, ich kann mir dann auch für Echtgeld solche Münzen schneller besorgen. Hier unten kann ich die Stiftdicke auswählen und das Ganze natürlich wieder wegradieren oder das komplette Bild dann löschen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Einen Gabelstapler sollte ich ja bauen. Die sind nach meinem Kenntnisstand immer eher so gelb. Ich fange jetzt einfach mal an. Das gibt natürlich, das werdet ihr merken, das sind dann eher so kindgerechte Grafiken, die da entstehen, wenn man sowas macht. Ich mache das jetzt auch mal ganz einfach, um euch da nicht zu langweilen. So kleine Reifen hat das immer und dann kriegt der hier eben den Forklift quasi dran. Das Gute ist, dass Frank im Nachbarbüro sitzt und das jetzt hört, was ich erzähle. Deswegen weiß er natürlich schon, dass es ein Forklift sein wird. Sondern er hat Kopfhörer auf. Das war es im Prinzip schon, das habe ich jetzt gemalt. Das heißt, ich schicke jetzt, drücke jetzt auf Done. Und würde ihm das dann damit schicken. Das heißt, jetzt kriegt Frank das nicht per Push. Er müsste halt jetzt in der nächsten Stunde mal wieder in seine App gucken und sieht dann, ach, der Ami hat mir was gemalt. Und dann könnte er jetzt raten. So, ich weiß, dass der Kollege Ade, der hat mir vorhin schon mal was gemalt. Ach so, ich habe jetzt natürlich, gut, dass das passiert, ich habe die kostenlose Werbefinanzierte. Das heißt, zwischendurch muss man damit leben, dass da so dusselige Einblendungen kommen. Die kann man hier unten dann aber einfach wegklicken. Es gibt auch eine Bezahlversion, die dann ad-free ist. Die kostet 74 Cent, wenn ich jetzt nicht irre. Also unter 1 Euro ist machbar. So, jetzt gucken wir mal, was der liebe Adem mir gemalt hat. Ich hoffe, das ist jugendfrei. Hier ist noch ein Hinweis, diese Bombe, die hier unten angegeben wird, mit der kann man, wenn man da drauf drückt, werden hier Lettern weggebombt, die man nicht braucht in dem Wort. Das heißt, das macht es ein bisschen einfacher. So, der Ader hat mir offensichtlich einen Ohrring gemalt. Das war jetzt einfach. Da tippe ich dann jetzt hier Earring ein. Und dann sagt er mir auch schon korrekt, weil jetzt die Überblendung drüber. Drawsome heißt es dann in Draw Something, also in Anlehnung an das englische Wort Awesome für toll. Und da haben wir jetzt beide zwei Coins verdient. Es geht aber, seht ihr bei dem Spiel jetzt schon, nicht in erster Linie darum, hier irgendwie zu gewinnen. Es ist eigentlich eher so eine Gag-Geschichte und die Coins sammelt man nebenbei. Es kriegen auch beide die Punkte, wenn es erraten wird. Also das heißt, man sollte sich schon anstrengen, so zu malen, dass der andere das auch erkennen kann. Da kommt auch gleich so ein Nachteil des Spiels rein. Es gibt da keine Kontrolle. Das heißt, es gibt auch ganz viele Leute, wenn man jetzt mit eher unbekannten Friends vielleicht spielt, die schreiben dann halt einfach hin, was gesucht ist. Das ist natürlich irgendwie ziemlich Partypooper-mäßig. Also das machen wir nicht. Wir malen das dann wirklich. Gibt so Grenzfälle, wo man dann vielleicht mal drei Lettern irgendwie reinschreibt, weil, weiß ich nicht, das, was zu malen ist, das eben aufgedruckt hätte oder auf einem Klamottenstück drauf wäre. Roadkill ist ein sehr schönes Wort. Das versuche ich jetzt mal. Also Roadkill heißt, für die, die es nicht wissen, überfahrene Tiere auf der Straße. Das heißt, ich male jetzt hier einfach mal so eine Straße. So, zack, zack, zack. Und dann würde ich jetzt einfach hier so ein plattgedrücktes irgendwas hinmalen.
blub, blub, blub und blub und noch ein Schwanz. Und dann verziere ich das Ganze mit Blutflecken. Und vielleicht mache ich auch noch so ein paar Reifenspuren darüber. So, das wird jetzt keine Sau erkennen können, ist aber egal. Ich schicke das dem Ader jetzt trotzdem. Und ja, dann schauen wir einfach weiter. So, jetzt wieder Werbung. Die geht dann, ach nee, das ist keine Werbung, das ist ein Ingame-Tipp. Da kann ich, da wird mir erklärt, wie ich Matches wegmachen kann. Da müsste ich über den Zurück-Button rauskommen, genau. Einen Nachteil hatten wir gerade schon angesprochen, das ist wie gesagt, dass einige User da ja, Schabernack treiben und dann sich nicht ans Spielprinzip halten. Damit muss man aber leben, das wird man so nicht unterbinden können. Der andere Nachteil ist, es ist eine 1:1 iOS-Umsetzung. Das heißt, es macht von gewissen Funktionen, die Android theoretisch bieten würde, nicht so richtig Gebrauch. Was uns zum Beispiel negativ auffällt, ist, der Bildschirm schaltet sich halt nach einer halben Minute dann ab. Wenn man jetzt länger sich ein Bild anguckt und raten will, muss man dann immer wieder drauf tippen. Im schlimmsten Fall sogar über den Homescreen dann wieder in die App zurück, weil sie eben ausgegangen ist dann. Also da könnte man ruhig das Ganze noch ein bisschen an das so tolle Android OS optimieren. Kommt vielleicht dann alles noch, wenn die App eben auch unter unserem Lieblingsbetriebssystem sich so richtig durchsetzt und abgeht. Was wir uns in Sachen Funktionalität übrigens noch wünschen würden, wäre ein richtiger Multiplayer-Modus. Also aktuell ist es so, man spielt halt One-on-One, also immer gegen eine Person. Deswegen seht ihr hier, habe ich total viel Matches auf. Und schöner wäre es natürlich, wenn ich mit allen Kollegen von der Android Next Redaktion einfach zusammen eins aufmache und dann derjenige zum Beispiel die Punkte kriegt, der das zuerst geraten hat und vielleicht auch noch ein Modus reinkommt, der die Zeit bewertet, in der das Ganze geraten wird, wo dann vielleicht auch der Zeichnende belohnt wird, wenn er eben so gut gemalt hat, dass der Erratende das Ganze möglichst zügig erkennt. Gucken wir mal ganz kurz, was hier noch unter den Einstellungen ist. Da kann man den Sound abschalten und die Account-Settings dann bearbeiten. Sehr viel mehr ist es eigentlich nicht, aber das ist schon eine ganze Menge. Also ich muss echt sagen, ich bin ja sonst jetzt nicht so ein Riesenfreund von so ganz billig gemachten Casual und vor allem Social Games. Mit Farmville und Zynga-Sachen kann man mich jagen normalerweise, aber das funktioniert echt gut und macht Spaß, weil man eben mit Leuten, die man kennt und im Idealfall auch ein bisschen gern hat, ja, lustig hin und her malt und ja, wie ich eingangs schon sagte, das hat vor 20 Jahren schon mit den Montagsmalern ganz famos funktioniert. Draw Something aus meiner Sicht auch für das Android OS ja, vielleicht das Spiel des Sommers und empfehlt das ruhig weiter und empfehlt auch dieses Video weiter, wenn es euch gefallen hat, indem ihr unten plust und Daumen hoch und liked und natürlich androidnext.de immer fleißig lest. Amir von Android Next mit Draw Something für das Android OS. Bis dann, tschüss! www.androidnext.de